Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute im Haustheater des Dialogzentrums Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Mein Name ist Detlef Rüsing und mein Kollege Christian Müller-Herge ist dabei. Hallo, guten Tag. Anlass dieses Haustheaters ist zunächst einmal vordergründig die Corona-Krise gewesen. Und da in dem Zusammenhang muss man natürlich sagen, dass dies natürlich gerade in der geronnten psychiatrischen Pflege so etwas wie ein Super-GAU ist. Einfach insofern, als dass diese Krise mit all den Maßnahmen, die sinnvollerweise offenbar getroffen worden sind, aber darum trotzdem schreckliche Auswirkungen hat auf die Menschen, die in die Stadt, sowohl stationär als aber auch in der eigenen Häuslichkeit leben und isoliert sind durch diese Maßnahmen. Ich rede dort von Maßnahmen, dass keine Besuche in Altenpflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern und so weiter stattfinden dürfen. Trotzdem, glaube ich, hat das Ganze zwei Ebenen. Einmal die vordergründige Ebene, das ist die Ebene von Corona, nämlich die, welche Auswirkungen haben die Maßnahmen auf die Menschen, die gerontopsychiatrisch erkrankt sind. Und die andere möchte ich schon mal jetzt vorwegnehmen, etwas ketzerisch, ich nenne das immer, dass die Maskierung in Corona sozusagen die Zustände in der Gerontopsychiatrie demaskiert hat. Ja, also die Maskierung hat die Zustände demaskiert, denn ich bin der Meinung, Isolation und Social Distancing gab es auch schon lange vor Corona, gerade auch in der Gerontopsychiatrie, aber durch diese Krise ist das Ganze natürlich noch mal ganz anders sozusagen aufs Tablett gekommen, was uns aber wiederum dazu bringen kann, dass wir natürlich auch darüber sprechen können, was wir vielleicht lernen können aus dieser Krise und nicht nur lernen können im Umgang mit Pandemien. Wir möchten aber trotzdem zunächst einmal beginnen. Ich möchte dem Christian Müller-Herge zunächst erstmal die erste Frage stellen, nämlich was sind denn besondere oder gibt es überhaupt besondere Probleme durch die Corona-Pandemie und insbesondere durch die Maßnahmen, ich nenne es mal der Zugangsbeschränkung zu Menschen, die gerontopsychiatrisch erkrankt sind, entstanden sind? Ja, also erstmal muss man, wenn man das gesamte Feld der Psychiatrie sich anschaut, natürlich konstatieren, dass viele psychisch Kranke nicht über eine besonders gute Gesundheit verfügen. Also da gibt es oft Menschen mit Übergewicht, mit Diabetes, mit Rauchen, mit COPD. Viele haben wenig Geld, sind recht einsam und isoliert und das triggert natürlich vermehrt Ängste und auch Depressionen. Viele haben auch eine geringe Stressresilienz. Das heißt, sie müssen dann, wenn sie so isoliert sind, auch irgendwie schauen, wo sie quasi diese Aggression auch deponieren können. Ja, das ist natürlich für die Menschen schwierig. Dann sind natürlich viele Angebote weggebrochen. Die Tagesklinik, die Tagespflege, teilweise sogar ambulante Dienste, ja, niedrigschwellige Angebote. Dann wird in der Literatur oft davon gesprochen, man könnte sich ja mit Telehealth behelfen. Das ist so das, was wir jetzt machen. Das geht aber nur, wenn die Leute gut hören können, gut sehen können, wenn sie mit der Technik klarkommen. Und das ist ja bei vielen psychisch Kranken gar nicht der Fall. Ja. Die Gefahr ist dann, dass eine reine Verwahrung stattfindet, nicht? Also auch wenn es ist ja spannend, dass zum Beispiel gerade die psychiatrischen Abteilungen in den Krankenhäusern für Corona leergeräumt werden würden, als könnte man auf die besonders gut verzichten. Es ist aber nicht so, dass diese psychisch Kranken umsonst dort waren. Es gab zwingende Gründe für ihren Aufenthalt. Die kommen dann also jetzt nach Hause. Und was passiert dort? Sie nehmen ihre Medikamente schlecht ein, ihre Zustände verschlechtern sich, sie haben kein Korrektiv, sie kriegen keine Tagesstruktur. Also das kann man sich alles vorstellen, dass dann natürlich Süchte wieder entstehen. Also der Griff zum Alkohol ist natürlich dann schnell da. Aber auch zum Beispiel sowas wie Spielsucht kann dann schnell wieder einsetzen. Ja? Ich würde gerne einmal, Christian, einmal kurz an der Stelle schon mal reingrätschen und noch einmal nachfragen. Wenn, es gab ja Zeiten, also Mitte März sind diese Maßnahmen zum Beispiel in der stationären Altenpflege in den Bundesländern getroffen worden. Die Leute bekamen über Wochen keinen Besuch mehr von außen. Ich rede jetzt gar nicht davon, dass natürlich auch das Pflegepersonal vollkommen überlastet ist. Da kommen wir nachher zu dem Punkt. Gibt es erste Studien, die etwas aussagen über die Auswirkungen dieser Form von Isolation, also
dass meine Verwandtschaft nicht mehr vorbeikommen kann, um mich zu besuchen oder ähnlichem. Also richtig belastbare Erkenntnisse gibt es in der Hinsicht nicht. Es wird mehr spekuliert, als dass wir wissen. Allerdings sind eine ganze Reihe auch an Forschungen angelaufen, um dies zu überprüfen. Im Moment weiß man mehr bezüglich der Folgen dieser Krise für die professionell Pflegenden und Ärzte. Da ist man im Moment besser informiert. Was wären da Erkenntnisse? Also da ist es schon so, dass Pflegende und Ärzte auf der Oberfläche versuchen, eine gewisse Stressresilienz an den Tag zu legen und tapfer durchzuhalten, aber unter dieser Ebene kocht es. Und nach einer gewissen Zeit der Belastung explodiert das und man nennt das Slow-Motion-Disaster. Das heißt also, am Anfang versucht man sich sehr zu beherrschen, aber untergründig haben die Pflegenden Ängste, sich zu infizieren, ihre Angehörigen zu infizieren, von Nachbarn gemobbt zu werden, also auch ein, ich sag mal, umfassenderes Social Distancing zu erfahren. Das ist ja auch ein falscher Begriff. Es müsste ja eigentlich Physical Distancing heißen, nicht Social Distancing, so mal nebenbei. Aber bei Pflegenden wirkt sich das eben tatsächlich auch in Social Distancing aus. Ja. Und da gibt es schon Erkenntnisse, sowohl aus den Staaten, wie aber auch besonders von China, dass viele Pflegende Panikattacken haben, Angstanfälle, ein Großteil auch Schwierigkeiten hat, noch zur Arbeit zu kommen, zum anderen aber natürlich auch die Kollegen nicht im Stich lassen will. Also ja, und das Ganze unter den Bedingungen mangelnder Schutzausrüstung und so weiter und so fort. Also das ist ein Tanz auf dünnem Eis, psychisch gesehen. Noch einmal zurück an die gerontopsychiatrischen Klienten, Patienten und so weiter. Ja. Ist es, wenn wir sagen, es gibt keine belastbaren Studien jetzt direkt zu den konkreten Maßnahmen in der Corona-Krise, so gibt es aber ja doch eine Vielzahl an Studien, die etwas aussagen über soziale Isolation, Einsamkeit von Menschen, auch gerönte psychiatrisch erkrankten Menschen. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad sind die doch übertragbar. Aber klar, also das, was ich sozusagen aus, so man nennt das anekdotischen Evidenzen, also Leute rufen mich an und ich rede mit denen, ja. Was die sagen zum Beispiel ist, dass bei Leuten mit einem starken Bewegungsdrang, wenn die jetzt zum Beispiel isoliert werden müssen, dann muss man ja die sogenannte Kohortenisolierung machen. Das bedeutet, alle Menschen, die entweder infiziert sind oder mit Personen zusammen waren, die infiziert waren, die müssten ja isoliert werden. Ja, wie machst du das denn jetzt mit einem Menschen mit einer extremen Agitiertheit und Laufunruhe? Du müsstest im Grunde genommen jetzt einen gesamten Bereich im Heim freimachen, damit diese Personen dort rumrennen können. Aber jetzt stell dir das mal vor, bei den gängigen Besetzungen und Realitäten, wie soll eine Einrichtung das bewältigen? Ein Ansatz, den ich jetzt so in Beratungsgesprächen öfters mal gehabt habe, war, es wäre im Grunde genommen sinnvoll, wenn verschiedene Heime sich zusammentun würden und die Risikopatienten dann in einem Heim, in einem bestimmten Bereich unterbringen würden mit Mitarbeitern, die sich dann auch dort besonders schützen können. Aber das ist natürlich sehr schwierig. Ich meine, andere Dinge, die kann man sich denken. Ja, also die Pflegenden laufen mit Mundschutz rum, man kann die Mimik und Gestik nicht erkennen. Es gibt keine Berührungen, es gibt keine Gruppenangebote, die Tagesstrukturen fallen flach, die Leute sitzen in ihren Zimmern, die Apathie wird sich verstärken. Ja, also all diese Dinge, die kann man sicher denken. Ja. Ich muss noch etwas einführen zu den Pflegenden. Also man nennt das bei den Pflegenden, also dieses Slow-Motion-Disaster, das nennt man auch stellvertretendes Trauma. Also das heißt also, mit der Zeit, wenn die Pflegenden unter solchen extremen Umständen arbeiten und dann auch eben merken, wie die Klienten, sagen wir, aus der Form fallen, dann überträgt sich das ein Stück weit. Das heißt also, die kriegen dann sekundär auch ein Trauma, das aber nicht sofort sichtbar wird, sondern erst in einem gewissen Abstand sich entfaltet. Das heißt also, in einem paar Monaten, ich sag mal in 3, 4, 5 Monaten, da prognostizieren die meisten Psychiater eine sogenannte zweite Welle, die aber dann aus psychischen Erkrankungen besteht. Meine Güte, dieser Begriff des Slow-Motion-Disaster stammt aus einer Studie oder woher stammt dieser Begriff? Ja, das ist im Grunde genommen ein Begriff, den man so aus der Infektions-
Forschung hat, also wo man frühere Infektionswellen erforscht hat und dann geguckt hat, wie wirkt sich das eigentlich auf die Pflegenden und Ärzten aus. Und da hat man genau diese zeitverzögerte, wenn man will, traumatisierende Reaktion festgestellt. Daher kommt das. Das ist also ein Begriff aus der, nennt man das jetzt? Kann ich nicht sagen, aus der Forschung über Infektionen. Ne? Ich frage deswegen nochmal nach, weil wir dann unter diesem Video für unsere Zuseher vielleicht mal noch eine Quelle verlinken, wo man sich über diesen Begriff noch weiter informiert. Die kann ich nennen. Ein weiterer Punkt, darauf möchte ich nochmal zurück. Also wenn wir sagen, dass der State of the Art in der Versorgung von Menschen beispielsweise mit Demenz eine personenzentrierte Zugangsweise ist. Und das, was ich jetzt anstoße, ist vielleicht auch eine Generationendiskussion. Dann ist ja im Kern dieser personenzentrierten Zugangsweise ein sogenannter, wie Kitt würde es nennen, ein echter, ein wahrhaftiger Kontakt zwischen. Ja. Auf der anderen Seite, hast du vorhin schon genannt, gibt es ja die Versuche, durch Telehealth, Telemedizin, durch solche Dinge, wie wir hier machen, durch Skype, Zoom oder andere Produkte, Kontakt aufzunehmen. Glaubst du, dass diese Art des Kontaktes auch ein personenzentrierter Kontakt sein kann? Oder würdest du unterscheiden, sozusagen in der Qualität erster und zweiter Klasse? Ein Satz doch dazu. Ich sage das deswegen, weil ich häufig meine Kinder darauf anspreche, warum sie sich nicht mit Freunden treffen. Die sagen dann, das tue ich doch, wir skypen gleich wieder. Und wenn ich dann sage, aber trefft euch doch mal in echt, dann sagen meine Kinder, das ist echt, Papa. Ja. Also sie haben ganz andere, also für die gibt es nicht diese Unterschiede in Kontaktqualität erster und zweiter Klasse, nur durch Technik. Also wenn die in 80 Jahren dement sind, ja, dann kann das vielleicht funktionieren. Ja, also die sind natürlich, wie nennt man das, Digital Natives. Genau. Und für die ist dieser Kontakt ein echter Kontakt. Und du siehst ja auch Mimik und Gestik und kannst die Stimmenmodulation verfolgen. Und insofern denke ich tatsächlich, ist ein digitaler Kontakt, wie wir ihn jetzt haben, schon ein echter Kontakt. Ja. Es ist natürlich so, dass du bestimmte Kontextinformationen nicht teilst. Ja, also die Umgebung und der Geruch und vielleicht Dinge, die von außen auf einen einwirken und auch, sag mal, die körperliche Präsenz. Im Wesentlichen ist es schon, der Mensch braucht Nähe und nie mehr als dann, wenn er psychisch krank ist und dort nochmal besonders eben die Menschen, die alt und demenziell verändert sind. Also für die ist das ich weiß gar nicht, wie man das kompensieren kann. Ich kann mir nur vorstellen, dass man durch vermerkte Aufmerksamkeit, durch Hingehen, durch Ansprechen, durch einen Versuch, ich sag mal, einer distanzierenden Berührung, wie immer die auch aussehen, vielleicht so auf die Entfernung, also dass man durch vielerlei solche kleine Fantasien, auch vielleicht durch Augensprache, versuchen kann, Aufmerksamkeit, Kontakt und herzustellen, aber wir wissen ja auch, dass die Fähigkeit von Menschen mit Demenz, Emotionen zu erkennen, ja auch reduziert ist, sodass ich nicht weiß, ob diese Versuche tatsächlich einen Erfolg haben. Ich glaube, da fantasiert man sich mehr, als dass man dort einen realen Erfolg hat. Naja, ich glaube, das folgt ein bisschen dem Beispiel, dass Dinge Sinn machen müssen, dass man direkt eine Lösung braucht, um sich selber einigermaßen sicher zu fühlen. Ja. Vielleicht brauchen wir das einfach, sozusagen Technik als Hoffnung an der Stelle zu begreifen. Genau. Ich möchte noch mal zurückspringen zu den Pflegenden. Ich bekomme relativ regelmäßig von Leuten, die mir schreiben, was sie erleben in der Pflege, sowohl von Pflegenden als auch von Angehörigen, bekomme ich Post. Und letztens habe ich Post bekommen, da sagte mir eine Angehörige, dass sie das umgekehrte Gefühl haben, dass sie sagen, die Pflegenden sind teilweise regelrecht glücklich darüber, dass die Verwandten nicht alle ins Altenheim kommen. Ja, dass sie so etwas erlebt hat, weil sie jetzt endlich mal, und das hätte sogar eine Pflegekraft gesagt, jetzt endlich mal in Ruhe ihre Arbeit machen könnten. Ja. Sind das nur, sagen wir mal, Auswüchse von Einzelnen, die vielleicht das Gesamtkonstrukt nicht begriffen haben? Oder nimmt Corona auf dieser Seite ein Stück weit den Druck? Also, das mag sich subjektiv so anfühlen. Ich glaube aber, ich will das mal mit so einer Art Gefängnissyndrom beschreiben. Ja, also wo mit der Zeit auch die Wärter
und ihre Insassen eine gewisse Affinität zueinander entwickeln. Also sogenannte Stockholm-Syndrom. Sowas. Also das ist natürlich jetzt hart, das so zu formulieren. Aber ich glaube, man richtet sich so ein Stück weit auf einer isolierten Insel ein und versucht dort so gut wie möglich miteinander klarzukommen. Allerdings würde ich es mal sagen, die Pflegenden sind weitgehend immer mehr dann den Bewohnern und die Bewohner sind weitgehend immer mit den Pflegenden ausgeliefert. Also es gibt sozusagen immer weniger ein drittes Element, ja, was ja trianguliert und immer dazu beiträgt, dass man sich ein bisschen zivilisiert. Also wenn zwei sich streiten und ein Dritter sagt, hört mal, was macht ihr denn da? Ja, dann beruhigen sich die anderen beiden wieder. Also Triangulierung ist wichtig für die Aufrechterhaltung, ich sag mal, einer gewisser Normen im menschlichen, ja, Umgang. Und insofern mag sich das subjektiv erstmal so anfühlen, aber die Gefahr ist eine Verrohung der Sitten. Zum Beispiel, dass man vermehrt infantilisiert, ja, dass man vermehrt, ja, Dinge tut, die man sonst vielleicht so nicht machen würde. Allerdings ist natürlich klar, ja, wenn so ein triangulierendes Element fehlt, wenn die Kinder allein sind und die Eltern ist weg, dann tanzen die Mäuse auf dem Sofa, ja, dann wird Wodka angeschafft und Party gemacht. Ja. Aber nichtsdestoweniger ist uns allen klar, dass das jetzt nicht der Normalzustand sein kann. Also ich kann das verstehen, aber es ist schwierig. Ja, ich würde gerne da noch mal ganz kurz einhaken. Nämlich, also tatsächlich ist es so, dass wir Angehörige tatsächlich schildern, oder vielmehr mir schreiben, dass sie sich noch stärker ausgeliefert fühlen. Teilweise, also da merkt man noch mal diese Machtsituation, in der, ja, jetzt noch mal einmal, wir machen ja am 4. November unsere Tagung zum Team, dem Team als Therapeutikum. Ja. Und in dem Zusammenhang, glaubst du, dass diese besondere Situation, diese besondere Krisensituation auch für die Pflegeteams, dass in denen auch eine Chance liegt, für die Teams stärker zusammenzufinden? Oder glaubst du, dass es eher in Anführungszeichen eine Chance gibt, noch stärker auseinanderzubrechen durch die besondere Belastung? Also ich denke, dass man das gar nicht so verallgemeinern kann. Also ich denke, es gibt die Möglichkeit, dass zum Beispiel durch diese gesamte Corona-Krise so ein Körperhabitus der Distanziertheit entsteht. Ja, ja, da bin ich mir aber nicht sicher, ob das so der Fall ist. Andererseits erleben Teams natürlich, dass sie jetzt in einem Ausmaß aufeinander angewiesen sind, in Klammer auf, wie sie das vorher eigentlich auch schon immer waren. Genau. Aber was jetzt nochmal, ne, Ärzte kommen vielleicht nicht, der Psychiater kommt nicht zur Konsultation. Ja, man hat sozusagen immer weniger äußere Hilfen und ist deswegen noch mehr als bis lang darauf angewiesen, sich selbst zu helfen. Das kann in Teams, die bisher gut funktioniert haben, eine Steigerung ihrer Effizienz bewirken. Teams, die aber schon vorher in der Krise waren, die werden dadurch noch mehr in die Krise kommen. Genauso wie man sagt, dass psychisch kranke Menschen durch diese Krise tendenziell noch mehr psychisch krank werden. Und so gilt das, glaube ich, auch für Teams. Also ich würde mal sagen, ja, Teams, die eine gute Leitung haben, die einen guten inneren Konsens haben, die in ihrer Arbeit eine Geschichte des sich gut aufeinander verlassen können hinter sich haben, die werden unter Umständen sehr gestärkt aus dieser Zeit herausgehen. Umgekehrt andere Teams, die sowieso schon krisenhaft waren, das wäre ein spannender Forschungsgegenstand. Wie wirkt sich Corona auf die Teams in der Altenpflege aus? Man muss ja noch mal bedenken, wenn ich das noch mal sagen darf, das Heim ist ja eigentlich schon so ein Stück weit eine Sonderwelt. Genau. Und die Corona-Krise bewirkt, dass diese Sonderwelt in ihrem Sonderstatus noch einmal gestärkt wurde. Also man darf nicht rein, man darf nicht raus. Ja, die ganzen Außenbezüge sind weg. Und da ist natürlich schon so eine Gefahr, dass so dieses Gefühl von wir sind allein und keiner hilft uns, dass sich das noch weiter entfaltet. Das wird man mal sehen. Ein paar letzte Sätze zu Corona als solchem. Du sprachst mal von einem Begriff der doppelten Stigmatisierung in dem Zusammenhang. Ja. Hat das damit zu tun? Ich will mal einmal kurz die Entwicklung aufzeigen. Wir haben ja jetzt gelernt, wie wir uns alle schützen, damit wir nicht beispielsweise unsere Eltern, unsere Großeltern und so weiter anstecken. Aber nicht wenige befürchten, dass der nächste Schritt
weil wir unbedingt eine wirtschaftliche Öffnung brauchen, die noch stärkere Ghettoisierung der vulnerablen Gruppen ist. Dass man nämlich sagt, nicht mehr wir schützen die, sondern wir schließen die weg, damit wir uns wieder frei bewegen können und nicht Gefahr laufen. Ist das das, was du meinst mit einer doppelten Stigmatisierung? Nee, nicht wirklich. Menschen, die psychisch krank sind, die haben ja sowieso schon ein Stigma weg. Und wobei man könnte das damit verbinden. Und wenn ich jetzt auch noch vielleicht einen Verdacht habe auf Corona oder besonders schützenswert bin, dann muss ich ja noch mehr isoliert werden. Ja? Also ich habe dann im Grunde genommen so zwei Schläge. Ich kann das Schutzinteresse schon verstehen, das man für diese vulnerable Gruppe hat, aber die Gefahr, wir wissen aus der Literatur, wie schwierig schon die psychische Situation im Heim ist. Ein Großteil der Menschen sind dort depressiv, ein Großteil der Menschen geht es nicht gut, die Möglichkeit psychischer Erkrankungen und deren Chronifizierung ist wesentlich erhöht. Also das Heim ist in sich ja schon psychisch gesehen ein schwieriges Gebilde. Und das jetzt noch mehr zu isolieren, und noch dann haben wir wirklich eine Ghettobildung. Das befürchte ich. Ich würde das jetzt gerne, wir sind jetzt schon fast, oh mein Gott, schon fast 25 Minuten dabei. Ja, dann reicht es aber auch. Ich würde es jetzt noch mal einmal weiter, ich hatte ja am Anfang von zwei Ebenen gesprochen. Auf einmal der Ebene von Corona sozusagen und die Wirkungen der Maßnahmen von Corona auf Menschen in der Gerontopsychiatrie oder gerontopsychiatrisch erkrankt. Und die andere Ebene, die ich beschrieben habe mit sozusagen Corona, mit seinen Masken demaskiert die Zustände in der Gerontopsychiatrie. Also Isolation, Einsamkeit, von mir aus auch Social oder auch, wie du es nanntest, Physical Distancing, gab es lange vor Corona. In der Tat. Zustände, zu wenig Personal, schlechte Rahmenbedingungen, über die diskutieren wir seit 30 Jahren. Ja. Jetzt gibt es ja solche Lösungen, dass das alles gelöst wird, indem man 300 oder 400 Euro pro Pflegekraft bezahlt, was natürlich einfach ja nicht nur ein Witz ist, sondern schon eigentlich im Grunde eine Beleidigung, wenn man ehrlich sein will. Das denke ich auch. Also, was ich mich frage, ist ja, ist vielleicht das Gute an Corona nochmal ein besonderes oder das besondere Highlighten der Situation mit psychisch erkrankten Menschen? Also ich denke, bislang war ja die Pflege sowieso schon auf Kante genäht. Und diese Situation bringt sozusagen die latent schwierige Grundverfassung noch einmal mehr zum Vorschein. Ja, es gibt ja dann so Vermutungen. Was ich denke, die Probleme in diesem Feld sind noch mal mehr deutlich geworden. Sie sind noch mal mehr öffentlich geworden. Sie sind noch mal mehr ins Bewusstsein gerückt. Und dann gibt's das Geklatsche. Genau. Ja, was ich als spontane Regung verstehen kann. Aber es hat keine systemverändernde Wirkung. Das ist genauso wie Occupy Wall Street oder Fridays for Future. Es ist viel Tamtam, es ist viel Bewegung, es ist viel Energie und das Resultat ist gar nichts. Und das kann ich sagen. Ich wollte gerade sagen, weil du sagst, es ist noch mal mehr deutlich geworden. Also es war ja so deutlich, aber ich würde es anders formulieren. Auf einmal wurden bestimmte Leute gezwungen, dorthin zu schauen, weil es sie selber betreffen konnte. Nicht? Genau. Das lag ja in aller Deutlichkeit vor uns allen sozusagen. Nicht? Das heißt also, wenn ich dich recht verstehe, hast du eher eine pessimistische Einstellung dazu, was Veränderungen diesbezüglich in der Zukunft angehen? Also ich kann mir vorstellen, dass es, sagen wir mal, Leistungen gibt und Zuwendungen gibt, die so diesen Anerkennungsbonus mit sich bringen, aber dass es keine systemischen Veränderungen gibt. Also zum Beispiel, dass Pflege
selbstbestimmter wird, dass Pflege den Pflegebedarf selbst einschätzt, dass Pflege über Personalstärken entscheidet. Ja, also dass eine eigenständige Kammer der Pflegenden im Grunde genommen für den gesamten Bereich der Pflege Verantwortung übernimmt und dieser Bereich nicht mehr von Juristen und Medizinern bestimmt wird. Also solche systemischen Veränderungen, die erhoffe ich mir davon nicht. Man muss ja auch immer sagen, das fand ich in einem Kommentar ganz schön, die Pflegen sind vor allen Dingen dann Helden, wenn sie still sind. Stille Helden. Ja. So, ne? Und wie ist es, wenn die jetzt laut werden und unangenehm? Dann wollen wir sie nicht mehr haben. Dann wollen wir sie nicht mehr haben. Ganz genau. Ne? Okay, lieber Christian. Also ich bleibe dabei. Die größte Leistung von Corona ist die mit Maske zu demaskieren. Nochmal ein Highlight draufzusetzen. Deutlich genug war es, aber die Leute können jetzt nicht mehr weggucken. Und wenn Nein. sie jetzt nichts ändern, können sie auch nicht sagen, wir haben es nicht gewusst. Nein, in Ordnung. In diesem Sinne würde ich sagen, meine Damen und Herren, das war unser Haustheater für heute. Das Haustheater zum Thema Social Distancing oder wie wir gelernt haben, Physical Distancing. Zu Corona, zu Isolation und Einsamkeit, die es auch lange vor Corona gab. Wir beide verabschieden uns. Demnächst gibt es ein neues Haustheater. Sie haben mitbekommen, wir haben jetzt eine Dialogakademie. Lassen Sie sich mal blicken auf unserem Blog www.dzla.de und wir beide wünschen Ihnen von Herzen alles Gute. Auch von mir alles Gute für Sie. Wiederschauen.